Warte, warte, warte. Da ist auch noch ein Bild. Wo war was? Ah, nee, da. Ich wollte gerade sagen, hör was. Sorry, bin wieder an das Ding gekommen. Man sollte mich mit sowas einfach nicht ausstellen. Marius hat Josi verboten zu spoilern. Ist irgendwie, wir denken zu kompliziert. Das ist vor unserer Nase. Denken wir mal nicht kompliziert. Wir wollten doch bis 0 Uhr spielen. Nein. Doch. Das ist bestimmt nur so ein random Bild. Ich hasse Rätsel. Ich mag nur die mit dem Drehen. Oh, zieh ihn doch nicht so gut aus. Kannst du die nicht einfach hinlegen? Nee. Ich wette, er hat das Passwort hier gemalt. Aber man kann es natürlich nicht lesen. Die Freude ist viel größer, wenn wir alleine drauf kommen. Ja, morgen. So, das war's mit dem Stream. Ja, nee, ist doch doof. Ich bin in sowas übelst schlecht, ne? Ich zünd erstmal die Karte an. Ich zünd jetzt hier alles an. Daniel. Letzte Instanz alles probieren. Vielleicht in einem Luftballon, in dem die am Boden liegen. Ja, gute Idee eigentlich. Ich weiß. Aber ich glaube nicht, dass das... Oder wir müssen die Ballons irgendwo hinschubsen. Würde das irgendwo Sinn machen? Nö. Macht für mich jetzt gerade auch keinen Sinn. Wir werden es gleich rausfinden, wenn wir das Spiel automatisch verlieren, weil wir alle Ballons kaputt gemacht haben. Schade. Wenigstens haben wir aufgeräumt. Wenigstens kann man jetzt wieder treten. Wieso wissen es alle? Ich wette, die haben alle irgendwo ein anderes Gameplay gesehen. Da ist noch ein. Oh, vielleicht musst du so einen scheiß Nagel mitnehmen, den du vorhin rausgezogen hast. Das geht da nicht, dann hätte er den automatisch eingepackt. Zünd echt mal, zünd das einfach an. Das geht leider nicht. Kannst du da was reinstecken? Ne, da müsste ja F sein. Ich habe ja auch nichts weiter, so. Wüsste halt echt nicht. Ach, warte mal. Ich gehe jetzt hier nochmal durch. War hier eine Feder? Was soll das sein? Keine Ahnung. Warte mal, die drei Zeichen. Einen Tipp geben. Vielleicht die drei Zeichen von der Familie. Skorpion. Gibt keine Krähe. Nehmen wir das. Nehmen wir. Und Schlange. Ne. Haben wir aber nicht. Was hat denn der Vater? Der hatte eine Axt. Die Mutter hatte eine Laterne. Oder müssen wir sagen, wie wir die umgebracht haben? Nee. Total arschig. Mist, ey. Hm.
Hat es was mit den Fallen hier drinnen zu tun? Wasser ist ja auch nicht, ne? Ich stecke jetzt einfach die Karte drauf. Nein! Nein! Können wir das hier anzünden? Können wir ja nicht. Ich warte auf den Tipp, John. John! Vielleicht geht's zum Schneewittchen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was das sein soll. Blumen. Sicher? Ja. Vielleicht alles, was man auf eine Beerdigung mitnimmt. Ein Apfel? Erstmal muss man tot sein. Vor allen Dingen, wenn es so total leicht wäre. Die sind einfach zu dumm, glaube ich. Ich glaube nicht mal, dass es so einfach ist. Hast du schon probiert? Durchgucken. Wasser, Dusche und... Kannst du es in die Hand nehmen? Ja. Und jetzt geh ins Wasser. Im Ernst? Und jetzt? Kann man besser sehen. Geil. Achso, warte mal. Vielleicht steht hier irgendwas. Warum kann ich es nicht... Guck mal auf die lackierte Wand. Die hier rechts? Nein, geh zurück. Die da. Auf die hier? Mit dem Ding. Geht das nicht? Geh mal heran. Oder weiter weg? Ach Mann, ist doch... echt. Der Polarisationsfilter. Na top. Der Aufgehangene, der Rabe und das Baby. Oh Mann, danke für den Tipp. Da war er. Immer schön. Nein, Aufgehangener. Da, Rabe. Baby. Toll. Genau das, was wir gesucht haben. Vielleicht will der Typ ja das halten. Meinst du? Ich bin dafür, wir stecken die Strohpuppe einfach hier rein. Das wäre ein bisschen zu einfach, oder? Die sind so dumm. Fackel sie einfach an. Strohpuppe. Wo könnte man eine Strohpuppe hinpflanzen? Fünf Buchstaben, ja. Aber man kann sie ja nicht mal irgendwie ändern. So, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir eine Strohpuppe. Weil ich keine Ahnung habe, wo die hin soll. Du bewegst dich so schnell, man kann gar nicht... Irgendwas gucken. Kann ich nicht einfach die Strohpuppe hier reinstecken? Geh doch mal bitte zurück, Daniel. Guck nicht immer so schnell hin und her. Gott, ey, ich hasse Rätsel. Du sollst die Puppe anfackeln, ich hab's gesagt. So, jetzt mach. Ernsthaft? Ja. Oder steck sie erst lieber bei dem Clown in die Hand. Oh, ich bin so gut. Oh, da stand übrigens You drauf. Ah! What the fuck? Na und jetzt tu noch mal so, als ob ich keine Ahnung hab. So, und jetzt kannst du...
Du wolltest einfach nur zerstören. Loser. Was ist das Passwort? Ja. Das hat nur 5 Buchstaben. Schön. Jetzt können wir rangehen. Mann. So, jetzt kommt ein scheiß Hauptventil. Doch nicht. Jetzt müssen wir das da. Jetzt ja. Müssen wir nochmal durch den Regen. Wenn wir werden trotzdem sterben. Wenn es einmal läuft, dann läuft es. Na, darauf trinke ich erstmal. Wir können ja sagen, dass wir ganz alleine drauf gekommen sind. Vor allen Dingen, ich sag noch, fackel die Puppe an. Und du unterstützt meine Aggressivität wieder nicht. Das hast du davon. Du hättest einmal. Du wärst gestorben dann. Ja, ich wäre. Und ich hätte wahrscheinlich auch nicht überlebt. Aber es wäre ein bisschen weiter. Ich habe auch nicht so weit gedacht, dass der Polarisationsfilter. Oh Gott, jetzt ist es dunkel. Geh schnell. Geh! Wahrscheinlich müssen wir den Kuchen essen. Warte, jetzt brennt die Bude ab, ne? Ja, wegen dem Öl. Ha! Ich wusste es. Er steht doch nicht auf, ne? Kannst du auch nicht mehr. Wie er schreit. Warum ist da auf einmal eine Tür? Keine Tür mehr? Das Einzige, was uns noch gelöscht hat, haben ja. Wir ausgemacht. Richtig, ja. Aber richtig, oder? So wie er gedreht hat, dreht man ein Ventil auf. Zu ist im Uhrzeigersinn. Das ist wieder typisch Marius. Ja, Realismus geht ein bisschen verloren irgendwie. Achso, er lädt noch. Kommt noch was? Ja, er lädt noch. Das ist das Symbol. Kannst du auch hier auf den Bildschirm gucken. Siehst du ja auch. Das ist 1:1. Nicht da unten, aber da oben. Mir fällt die Hälfte vom Gesicht. Oh, wir sind Gott sei Dank wieder in unserer Welt mit der Waffe in der Hand. Könntest du mal gucken, was wir jetzt machen sollen? Ja, wir müssen noch drüben in die andere Tür rein. Stimmt. Warte mal. Ach nee, alles cool. Okay. Ich hab nur gerade gedacht, da liegt ein Luftballon. Paranoid. Happy, happy birthday. Das ist ein netter Dude. Soll ich das mit dir auch mal machen? Ja. Bau mir bitte eine Todesfalle. Ach, na Oma. Ist in den im Schlafzimmer der Eltern, ist klar. Ja. Die durfte mal zugucken. Steht da nicht da, welche Eltern? Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Oh. Ein Rätsel. Meinen die alle Uhren im gesamten Haus? Ja. Aber alle müssten ja dann die gleiche Uhrzeit haben. Brauchst ja nur zu einer gehen. Das Blöde, die Uhr da unten hat keine Zeiger mehr. Ah. Nicht. Okay. Wollen wir ein bisschen durch die Haare streichen? Nein. Jack tritt den Marines bei.
1980. Cool. Vielleicht will sie auch Hilfe und guckt uns deswegen immer an. Das ist nicht auch. Doch. Haben wir jetzt genau? Ja, weil das Inventar ist voll. Jetzt kommt der Super-GAU. Kraut. Sieht wie der Plan für eine Waffe aus. Haupthaus. Ja, das ist und da. Krähenschlüssel. Das ist da, wo wir waren. Das ist der Granatwerfer. Ach so, haben wir schon. Da ist das Reh aus dem. Tätschel der Oma doch mal den Po. Also ehrlich, wenn bei der anderen Troller schon der Schritt so komisch aussah, dann will ich nicht wissen, wie die Oma unten rum aussieht. Ein Schatzfoto, was wir nicht aufnehmen können. Hey, sie haben nicht genug Platz im Inventar. Ist das normale Pistolenmunition? Ich hatte die Pistole weggemacht. Zumal denn das. Wir können mehr Objekte tragen. Oh, weißt du, wo das ist? Dachboden? Bei den Mädchen, glaube ich, da wo der Sessel war. Hier habe ich etwas Nettes versteckt, finde es, wenn du kannst. Könnte auch der Keller sein, oder? Wo das Mädchen war? Das Kleine, wo wir ins Kinderzimmer gegangen sind, da war doch auch so ein Sessel, aber das sieht anders aus. Ich weiß nicht, was. Sieht aus wie ein Käfig im Keller. Ach Mann. Also. Der ist ein dämlicher Assi, wirklich. Naja. Gut wäre es, wenn es hier wäre. Wir vermuten es irgendwo anders und wir stehen genau davor. Heißt das jetzt, wenn wir den Plan hier gelesen haben? Ah ne, ist nur der Granatwerfer. Weil wir haben ja noch eine defekte Pistole, die man theoretisch reparieren könnte. So, und jetzt gucken wir erstmal nach der Uhrzeit, ja? Alter, warte, dreh dich mal um. Zu der Oma. Das hat gerade so ein Geräusch gemacht, als ob die aufgestanden wäre. Achso. Bleib sitzen. Alles wird gut. Wir nehmen dich mit. Kein Ding. So, wo ist denn... Die hatte keine Pendel mehr, ne? Keine Zeiger mehr. Nein, doch. Doch. Ah ja, ist ja so ein Zwischending hier, ne? Viertel der Ölbe. Mhm. Wollen wir noch eine andere checken? Die im Haupt... Da hängt noch eine, oder? Rechts. Da war doch... Da hinten im Raum war noch eine, wo der Esstisch ich war. Ich würde jetzt einfach die probieren. Kein Bock. Der Typ... Nee. Hey, warte. Du kannst nur, musst den Zeiger bewegen, damit der andere sich bewegt. Oh. Hä, was machst du da? Na, rückwärts geht schneller. Das ist bestimmt nicht richtig. Doch, es war richtig. Ach, Grüße, Leo, Hallöchen. Hallo. Ah, geil. Ja. Traumhaft. So, jetzt hier 20.000 Zombies. Das wäre ein Träumchen. Wie kann man denn das Haus so unterbauen? Wie lange leben die denn schon? 300 Jahre? Haben die nichts zu tun? Bestimmt. Das ist ja auch nicht so, dass wäre es, als hätten sie nur einen Tunnel gegraben, ne? Was ist das? Oh, ja, der hat die ganze Scheiße da gebaut, ich wette. Sieht aus, als könnte man die... Oh mein Gott. Ne, ich dachte gerade, die könnten sich runtersenken, aber... Ich wette, da oben, wenn da oben jemand sitzt, dann geht das bestimmt. Oh, ich liebe immer leere Schränke, ne? Das ist immer ein ganz tolles Gimmick. Oh, verbesserte Pistolenmunition. Gott sei Dank haben wir keine Pistole mit. Und jetzt musst du ganz schnell rausrennen, bestimmt. Na... Wir können dem Spiel sowieso nicht entkommen. Wenn ich eins gelernt habe, dann das. Guckst du dir doch mal das an.
Oh. Ja, jetzt wissen wir auch, wo wir vorher waren. Das war die Werkstatt, ja. Das Gute ist, hier geht's die Treppe hoch. Hier nicht. Und dann sind wir gleich beim Speicherpunkt, dann können wir uns die Pistole wieder einpacken. Oh Mann. Und Guns out! Oh. Oh. Don't mess with me! Oh! Granatwerfer wäre auch eine Option gewesen, ne? Aber. Ach, bei denen lohnt sich das dann nicht. Man weiß immer nicht, ob die tot sind oder ob die noch rumtummeln, ey. Hab ich mich gerade erschrocken. Heiliger Bimbam. Wie habe ich mich denn beim Boss angestellt? Ja. Frag nicht. Hey, komm, so schlimm war ich jetzt nicht.